Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen malerischen Ansatz mit den bereits vorhandenen plastischen Teilformen im Gesicht weiterzumalen. Für mich ist es immer wichtig, als Ausgangspunkt mir zu überlegen, wie erzeuge ich bildnerische Spannung? Und da habe ich natürlich gerade bei figürlicher Malerei enorm viele Varianten zur Verfügung. Ich habe ja durch die plastische Gestaltung der Teilform hier im Kinn, Lippen-, Nasen- und Augenbereich feine Übergänge mit deckendem Farbauftrag und Verzögerer erzeugt und kann mir jetzt überlegen, wenn ich in einen weiteren malerischen Schritt hineingehe, wie erzeuge ich auf Grundlage malerischer, technisch-malerischer Oberflächen eine möglichst hohe Bildspannung, das heißt Gegensatz in der Darstellung. Und eine dieser Möglichkeiten ist jetzt mit einem lasierenden Farbauftrag hineinzuarbeiten. Das werde ich jetzt mal demonstrieren. Ich halte mich dabei an die farbige Palette, die ich hier schon in den deckenden Farbaufträgen der Verläufe eingesetzt habe, um auf dieser Farbebene eine Verbindung herzustellen, aber eben in der Art und Weise des Malvortrages der Lasur möchte ich einen prägnanten Gegensatz zu dieser Darstellungsweise finden, der dann eine möglichst hohe Bildspannung aufbaut. Ich arbeite hier nicht nach einer Vorlage, sondern es ist ein freier Kopf, der entsteht. Halte mich allerdings daran, dass von der rechten Seite Lichteinfall auf das Gesicht besteht, was man eben auch hier schon in Teilformen erkennen kann. Hier ist der Teil etwas heller, der Kugel. Auch die anderen Kugeln haben zur rechten Seite immer ein bisschen mehr Helligkeit. Und starte nun mit meiner ersten Lasur. Dafür nehme ich den Sandton auch wieder mit etwas Wasser rein und gehe jetzt erstmal in einer wilden Bewegung über meine Form rüber und kann dann in dem Bereich der deckenden Teilform auch schnell die flüssige Farbe wieder rausnehmen, damit die nicht ganz verschwindet. Und gehe jetzt mit einer etwas kleineren Pinselgröße nochmal rein. Bei diesen Bewegungen ist es eigentlich nicht entscheidend, die Form, die darunter liegt, zu beachten, sondern ich orientiere mich im Groben und Ganzen an dem Hell-Dunkel. Das heißt, ich möchte hier auf der rechten Seite eine eher hellere Gesichtshälfte haben, auf der linken Seite eher schattig und kann hier spielerisch mit schnellen lasierenden Bewegungen reingehen. Auf der anderen Seite kann ich die hellere Gesichtshälfte mit einer von außen kommenden lasierenden Bewegung einfangen und das nennt man Farbverzahnung, dann auch mit dem Lasurton. Also mit dem Blau-Grau-Bereich auch mit schnellen Bewegungen hier in meine schattige Gesichtshälfte reingehen. Auch da folge ich grob der Tendenz, dass hier alles wild sein darf, aber eben auch schattig bewegt, um eine Spannung ein, das heißt ein Gegensatz zu den geordnet, ruhigeren, kompakt wirkenden plastischen Teilformen zu bilden. Hier linke Halsbegrenzungsseite, hier das kann ein Fleck sein, der als Ohr durchgeht. Und für diesen Ansatz zählt nicht unbedingt enorm viele Spuren zu hinterlassen, sondern mit schnellen gestischen Bewegungen die Farbe stark mit Wasser verdünnen, ein Gefühl dafür kriegen, wie mische ich die drei Farbwerte, die ich hier auch in den plastischen Teilformen drin habe, so ineinander, dass es für mich reizvoll
stimmig wirkt. Hier taucht jetzt auch noch mal ein klein bisschen im Wangenbereich auf. Auch hier sorge ich noch ein bisschen für Anbindung. Farbige Anbindung. Hier auch noch ein bisschen Schattenbereich. Und im letzten Schritt setze ich Details, das heißt mit gezielten Bewegungen mit dem schmaleren Breitstreicher bzw. mit einem kleineren Borstenpinsel können jetzt auf zeichnerische Art und Weise Details reingesetzt werden, wie zum Beispiel hier auch das linke Auge. Auf der rechten Seite ist es recht plastisch angedeutet. Hier mache ich nun im Gegensatz dazu eine eher lineare Andeutung. Heißt, ich mische fleckenhaft Spuren hinein. Ebenso hier Anbindung im linken Bereich des Mundes. Wichtig ist immer mit Offenheit zu arbeiten, also nicht komplett ranzuarbeiten an eine Stelle, immer wieder die Gesten zu unterbrechen und an einigen Stellen die Dunkelheit reinzufüttern, wo ich das Bedürfnis dazu habe, das zu setzen. Hier zum Beispiel beim Ohr kann ich auch noch mal so ein paar Spuren reinsetzen. Hier vielleicht auch noch mal für den Augenbrauenbereich schön mit der Negativform noch mal deckend dazwischen gehen. Ja, und auch noch mal im Bereich meines rechten Augenweißes, hier vom linken Auge, kann ich hier auch noch mal ein kleines bisschen deckend hineingehen und auch hier im Lidddeckel ein bisschen mehr Helligkeit dagegen setzen. Und das Ganze mal sacken lassen, wenig Spuren reingeben. Auf Haare habe ich jetzt in diesem Fall verzichtet. Vielleicht setze ich noch ein paar kleine Akzente im von uns aus gesehen rechten Auge zur Anbindung. Auch nochmal ein klein bisschen Dunkelheit. Zur Anbindung. Mehr wollte ich an der Stelle nicht machen, um eben auch noch diese runden Teilformelemente, die plastischen Elemente wirken zu lassen. Das ist also auch mal die Gefahr, vor lauter Begeisterung immer weiter zu malen. Hier diesen etwas dunkleren Schatten setze ich noch an der Nase. Und dann lasse ich diese Studie erstmal so stehen. Das ist also eine Möglichkeit, wie ich eine spannungsreiche Gesichtsgestaltung fortsetze, anknüpfend an die runden plastischen Teilformen im Gesicht, dass ich hier mit zwei Breitstreicher-Varianten die Farbe flüssiger, das heißt mit viel Wasser vermischt, in der schattigen Gesichtshälfte einsetze, im hellen Gesichtsbereich eher darauf verzichte, dafür mit einem Lasieren, kann aber auch mit einem deckenden Farbauftrag sein. Auf der anderen Seite die Kontur definiere, aber zu einer Gewichtung der Flächen im schattigen Bereich komme. Also das sind ja etwa hier Verhältnisse von 2/3 zu 1/3 der Durcharbeitung. Und dass ich die Spannung erziele auf der Ebene des Duktus, der Malgestik. Ich habe hier sehr wilde Bewegungen, die ich sehr schnell durchgeführt habe, die auch sehr viel Spaß machen, weil das Zufällige mithilft, gerade in der Vermischung der unterschiedlichen Farbwerte, wässrig eingesetzt, aber auch
an einigen Stellen dann bei der Nachbearbeitung mit einem kleineren Pinsel wieder deckend punktuell Dunkelheiten, Farbwerte reingesetzt, um die für mich noch fehlenden Elemente dieses Gesichtes zu vervollständigen, wie zum Beispiel das Auge, was natürlich jetzt auch schön kontrastiert, dass sie beide nicht plastisch durchgearbeitet sind, dies also eher gestisch zeichenhaft. In der Mittelachse Mund, Nase, Kinn, da finden ja die meisten, ist die meiste, die intensivste Ausprägung des Schattens vorhanden. Da habe ich also auch noch mal ein bisschen mit Dunkelheit nachgearbeitet. Ein Ohr, um die Gesamtbalance der Volumen darzustellen. Frisur braucht es nicht, Hals auch nur ganz kurz angedeutet. Das könntest du also einmal aufbauend auf den realistischen, plastischen Teilformen diesen ersten malerischen Bearbeitungseinsatz ausprobieren. Eine weitere Variante zeige ich dir dann in einer anderen Lesson. Viel Spaß!